Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Abgeordnete Wagner von der AfD hat eben anderen Fraktionen hier die Verharmlosung des Holocaust vorgeworfen. Und jetzt kommt der erste Zwischenruf vom klügsten Kollegen der AfD-Fraktion. Da kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, da will ich Sie mal an ein, zwei Dinge erinnern. Es ist Björn Höcke, der vom Denkmal der Schande gesprochen hat, als er das Holocaust-Mahnmal in Berlin meinte. Und es war Ihr Ehrenvorsitzender Alexander Gauland, der die NS-Zeit als, und ich zitiere, Fliegenschiss der deutschen Geschichte bezeichnet hat. Von Ihnen brauchen wir keine Nachhilfe, was die Verharmlosung der NS-Zeit angeht. Die Wahrheit ist, Sie spielen hier den Wolf im Schafspelz. Da versucht man, mit so einer bürgerlichen Fassade daherzukommen und distanziert sich, wenn man viel Glück hat, mal so ein bisschen halbseiden von diesen Äußerungen. Die Wahrheit ist, die AfD will von genau diesen Äußerungen profitieren. Sie wollen die Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, für sich noch einsammeln, ihre Distanzierungen von solchen Äußerungen. Die Tatsache, dass Alexander Gauland bis heute Ehrenvorsitzender dieser Partei ist, bestätigt genau eine Aussage. Sie sind eine Nazi-Partei. Und ich werde nicht müde, das zu betonen. Seit der Gründung der AfD richten Sie ja Politik nicht darauf aus, Probleme der Menschen zu lösen, sondern Sie wollen davon profitieren. Und das dokumentieren Sie ja auch alles in internen Chatgruppen. Sie freuen sich über jeden Anstieg bei den Flüchtlingszahlen, weil Sie die Hoffnung haben, daraus parteipolitisches Kapital zu schlagen. Das ekelt alle anderen vernünftig denkenden Menschen in diesem Land an, meine Damen und Herren. Und eine Partei, die von Problemen profitieren möchte, ist eine Gefahr für das Land. Wir werden das bei der Europawahl ja diskutieren. Ausstieg Deutschlands aus der Europäischen Union. Nicht nur geschichtsvergessen, auch für den Wohlstand der Menschen eine riesige Gefahr. Ihre Nähe zu Russland. Ich meine, selbst wenn man dachte, so eine Reise auf die Krim, das reichte dann für den Ausschluss, aber auch nur für ein paar Wochen in Wahrheit. Und der Kollege Blex ist ja reisefreudig. Ich meine, ich erinnere mich noch gut daran, als er den Terrorfürsten in Syrien besucht hat mit ein paar Kollegen auf Staatskosten. Also, Wolf im Schafspelz. Sie sind nicht bürgerlich. Sie sind auch nicht konservativ. Sie haben keinerlei moralischen Kompass und keinerlei Werte. Die AfD ist eine Gefahr für Deutschland, meine Damen und Herren. Und dafür, dass Sie ja sonst so viel auf Patriotismus und Stärke legen und auf irgendwelche chauvinistischen Bilder, finde ich, fühlen Sie sich doch verdammt wohl in der Opferrolle. Haben wir eben auch wieder gehört bei einem Wahlkampf. Das ist ein übliches Muster. Hier würden alle Kritiker in die rechte Ecke gestellt. Hier wird gar kein Kritiker in die rechte Ecke gestellt. Hier wird noch nicht mal von uns die AfD in die rechte Ecke gestellt. Da stehen Sie von ganz alleine. Meine Damen und Herren, jede und jeder in diesem Land ist gefragt. In diesem Land werden so viele Menschen zu einer Wahl aufgerufen sein, wie selten zuvor in unserer Geschichte. Darum ist jede und jeder gefragt, im eigenen Umfeld für eine hohe Wahlbeteiligung zu werben, für die Stärke der politischen Mitte zu werben und auch mutig zu widersprechen bei plumpen Sprüchen und bei Leuten, die glauben, dass die AfD echte Lösungen anzubieten hätten. Ich zitiere nochmal Gerhard Baum: Die Gleichgültigen, auch die Gleichgültigen, sind eine Gefahr für unser Grundgesetz. Demokratie ist mühsam. Sie muss immer wieder verteidigt und immer wieder erarbeitet werden. Demokratien sterben von innen, wenn sie von allen für selbstverständlich gehalten werden. Wir wollen mit den antragstellenden Fraktionen daran arbeiten, dass die politische Mitte stark wird, dass möglichst viele Menschen sich an den Wahlen beteiligen und dass die politischen Extreme wieder kleiner werden in diesem Land. Wir stellen uns dem Menschenhass der AfD entgegen. Machen Sie gerne mit.
Vielen Dank, Herr Höhne. Für